Also das Besondere am Areal Böhler ist auf der einen Seite sicherlich die Architektur. Das Gelände wurde errichtet zwischen 1905 und 1920 in seiner Gesamtheit. Aber das wirklich mit Einzigartige ist die Kombination der Hallen, die wir haben. Wir haben insgesamt 4 Hallen hier. Das alte Kesselhaus, wo wir jetzt gerade sind, die alte Federnfabrik, die Halle am Wasserturm und seit neuestem Jahr die alte Schmiedehallen. Und die Kombination aus allem, also insgesamt 11.000 Quadratmeter Eventfläche plus nochmal 4.000 Quadratmeter Außenfläche, auf denen ich nochmal 8.000 Quadratmeter Zelt, also temporäre Bauten aufbauen könnte, das ist schon einzigartig. Also in dieser Kombination, in dieser Größe und in dieser zentralen Lage, da gibt es halt nicht wirklich viele Alternativen in Deutschland. An den verschiedenen Standorten, die wir haben, haben wir roundabout 100 Mitarbeiter, inklusive Auszubildende. Wir legen sehr viel auf, Wert auf Ausbildung. Bei diesen 100 Mitarbeitern sind alles Vollzeitkräfte, also keine Servicekräfte, Thekenkräfte oder Logistiker in den Aushilfspositionen, also wirkliche Vollzeitarbeitskräfte. Die Halle am Wasserturm ist eigentlich so unser Baby. Das ist unsere Allzweckwaffe. Ist eine kleinere Halle, gute 500 Quadratmeter groß, eignet sich für kleinere Privatveranstaltungen, für Hochzeiten, eignet sich für kleine Produktpräsentationen oder aber auch als Ausweichhalle für eine der großen Hallen, sei es für eine Pressekonferenz, sei es als Pressezentrum oder Ähnliches. Das alte Kesselhaus ist nicht eine Location wie viele. Es ist die Mutter aller Industrielocations, kann man schon fast sagen. 13 Jahre jetzt alt, wir haben über 1000 Veranstaltungen hier gemacht. Ist wirklich Deutschland, teilweise Europa bekannt. Und ich denke, das wirklich Einzigartige ist halt dieser alte Wandelrostkessel. Und ich denke, diese Kulisse, diese fast 14 Meter hohe Anlage, wenn man halt von hinten aus reinkommt und sieht diese wie eine Kathedrale und das riesengroße, das ist das Einmalige im alten Kesselhaus. Die alte Federnfabrik haben wir im vergangenen Jahr dazu bekommen. Eine schöne, große, wirklich multifunktionale Halle, fast 2000 Quadratmeter groß. Besticht einfach durch ihre geradlinige Form. Auch eine kathedrales Ambiente. Und ja, dort kann man Veranstaltungen bis zu 2.500, 3.000 Personen umsetzen. Und ist einfach so eine Allzweckwaffe für Veranstaltungen jeglicher Art. Die alte Schmiedehalle, das ist natürlich ein wirklich lang gehegter Traum von mir. Es gibt eine Unterlage, die ich mal für Böhler fertig gemacht habe. Damals 1999 hat einer meiner ehemaligen Aushilfen, der hat damals Architektur studiert, bei uns immer gekellnert, mit mir abends gezeichnet, getan und gemacht. Das war die Idee eines Böhler Convention Centers mit diesen Hallen 33, 34, wie sie am Standort heißen, in der Mitte. Ja, 8.500 Quadratmeter. Und jetzt haben wir, denke ich, mit einer der schönsten und perfektesten Eventhallen mit industrialem Ambiente in Deutschland. Musik